Hallo und herzlich willkommen zur 322. Folge hier am 3. Januar. Wir gehen jetzt wieder nach unten. Wir haben ein bisschen Schwarzeichenholz in der letzten Folge gesammelt. Ich habe die Lampen hier ein bisschen angepasst, weil die genau an der Hauswand dran waren. Die hier möchte ich, glaube ich, nicht hier haben. Da tue ich nämlich nur die Fackel oben drauf setzen. Am besten. Die konnte ich ja auch noch anpassen, weil die war genau hier dran. Die sehen jetzt so aus. Das Ufo-Mann-Lied. Auch lange nicht gehört. Ich gehe mal hier runter. Bei uns liegt massenhaft Schnee jetzt wahrscheinlich. Ich nehme ein bisschen im Voraus auf. Es sind hier in 5, 6 Tagen, 7 Tagen, 8 Tagen, sind hier bis zu 40, 50 Zentimeter. Wer ist bis zu? Es kann auch weniger sein. So, hier müssen wir lang. Hier habe ich die Lampen auch angepasst, ein bisschen. Auf die Höhe, auf die Dreierhöhe. Was die eisernen Kerle hier vorhaben, die wollen irgendwie wahrscheinlich da durch, aber es geht ja nicht. So. Hier kommt jetzt oben was dran. Auch so. Da so. Dann kommt der hier, der Pröpel. So und so. So und so. Und da dran kommt jetzt der Pröpel. Zack. Genau. So soll das sein. Na, als Schild das da oben drauf, ne? Arrgh. Gibt's doch nicht. Ist immer noch da oben drauf. Ah ne, da liegt's jetzt. Super. So, hier kommen jetzt so Platten hin. Platten. Zack. 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 Und da kommen jetzt so Tränke rein. Ja. Ja, hat's gemacht. Und hier. Aula. Kann man das ja gar nicht machen. Da müssen wir einfach nur ein Schild hinpappen. Das leid mir es gut. Und zwar kommt das dann hier hin. Schenke. Zum Altstadtkrug. Zack. Schenke zum Altstadtkrug. Und hier kommen dann noch ein paar Bildchen rein. Haben wir hier. Wir haben wahrscheinlich irgendwo so Glasflaschen. Da können wir ja mal ein bisschen mit Wasser auffüllen. Hoppla. Das ist Sand. Ach so. Hoppla. Hoppla. Ich sag's ja für Hoppla. Da. Super. Natürlich können wir nur hier 3 Flaschen machen. Natürlich Premium. So, aus den 3 Flaschen. Ja, sind ja auch 3. Ja, würde passen. So, haben wir ja von. Na, am Brunnen. Ich weiß nicht, ob das geht am Brunnen. Nein, scheint nicht zu funktionieren. Doch hier. Super. Zack, zack. Schnell hin. Habe ich mal so Säulen, da waren die Lampen erst dran, aber es hat mir nicht gefallen. So. Zack. Und die letzte noch. Und die kommt dahin.
So. Ja, das kann man so anbieten. Genau, super. Die eisernen Kerle, die prügeln sich da raus und da ist das große Gebäude. Und bei dem großen Gebäude, da gehen wir jetzt hin. Übrigens, die Straße, die hier anfängt und hier wieder endet, die habe ich ganz einfach mal kurze Straße genannt. Das ist die kurze Straße hier. Super, oder? Kurzer Name, kurze Straße. So, die Wand hier unten muss ich noch austauschen mit normalen Steinen, da war ich dabei. Können wir ja auch weitermachen, dass es erstmal fertig wird. Wir haben nämlich eine Baustelle erstmal fertig. Das Dach habe ich mir gedacht, boah, lass mal Flachdach. Das ist das einzige Gebäude, wo ich mal hier Flachdach lasse. Hier steht zwar noch Nachtquartier am hier 300er, was dieser da ist. Dieser große Turm, aber ich habe einfach mal hier hinten einen Durchbruch gemacht, wo man dann auf diese Ebene kommt. Da ist ein Zombie. Ein Kopfloser. So, hier ist eine Mechanik. Das ist so ein Laufrad. Und dieses Laufrad, das bewegt sich und je nachdem, wie das sich bewegt, treibt es diese Zahl an. Diese Zahl besteht aus 7 Segmenten. Man nennt es auch 7-Segment-Zahl. Im Fachjargon. Hallo Schneemänner, ihr konntet bleiben. Es war wirklich sehr knapp. Aua. So. Ich zeige euch mal ganz, was ich meine mit 7-Segment-Zahl. Viele wissen wahrscheinlich nicht, was das heißt. Okay, ihr seht jetzt hier eine Zahl. Eine digitale Zahl ist das. Und wenn ihr richtig hinguckt, ein Segment sind immer 3 Lampen hier in dem Fall. Das ist ein Segment. Das ist ein Segment. Dann das ist ein Segment. Das hier ist ein Segment. Das hier. Und das hier. Und natürlich das hier nicht zu vergessen. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Segmente und damit kann man die Zahlen 0 bis 9 darstellen. Krass, oder? Wie man mit der Zahl 7 9 Zahlen, beziehungsweise 10 Zahlen, weil die 0 ist ja auch mit dabei, 10 Zahlen darstellen kann und die Zahlen von 0 bis 9 mit 7 Segmenten. Ist eigentlich eine Revolution, oder? Krass. Und das kann dieses Gebäude. Und wie das ausschaut oder wie sich das anhört, kann ich ja gerne mal vorführen. Der Schalter dazu ist übrigens hier oben drauf. Und den kann ich nur so hier anschalten. So. Läuft das hier durch? Einmal. Genau. Läuft das wieder weg. Und dann kriegt er sich wieder. Und je nachdem, wie sich das dreht, werden ja vorne hier verschiedene Sachen angesteuert. Und das sind diese 7 verschiedenen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und diese 7 verschiedenen tun und die unterschiedlichen Segmente ja ansteuern. Das kann ich gerade sehr schlecht zeigen, weil oben drüber die Redstone-Schaltung. Doch, hier kann ich rüber. So. Die Redstone-Schaltung ist von dem Feuerwerk hier. Ist aber nichts mehr drin. Genau. Jetzt sind wir gerade beim obersten Segment und da wird das alles einzeln angesteuert. Denn ein Repeater kann auch die Redstone-Lampen oben und unten steuern, sozusagen. Sieht man jetzt hier wahrscheinlich sehr gut. Genau. Gehen die alle 3 mit an. Also, da sind keine 3 Repeater dran. So hätte ich das nämlich gebaut, aber wie man es auch einfacher machen kann, irgendwann ging das auch so. Genau. Kommen wir irgendwie wieder rüber. Hier kamen wir rüber. Muss ich mal irgendwann erkenntlich machen, dass man hier ein bisschen drüber laufen kann. Dass man da auch mal so einen Rundgang machen kann hier durch diese Konstruktion. Genau. Und wie das Ganze sich anhört, wenn das so gesteuert ist. Ich lasse das mal ganz kurz durchlaufen. Es wird gleich laut, meine lieben Freunde. Haltet euch schon mal die Ohren zu. Und so, das ist die normale Steuerung. Ja, und jetzt habe ich ein Problem, weil es so schnell geht, haben sich die ersten 2 aufgehangen. Das ist irgendwie immer so. Und dadurch entstehen Fehler. Darum habe ich etwas längere Strecke gebaut.
um das eben zu testen. Aber ich mache das jetzt erstmal aus, weil ich erstens schlafen muss. Kann ich ja gleich mal hier oben machen. Kannst du nur nachts schlafen. Aber die Sonne geht doch schon unter. Jetzt geht's unter. Super. Ja, ich stehe auf den Repeatern. Stell rüber. Wupp. Autsch. Das hier unten ist nur die Schaltung zum Feuerwerk. Die weiße Schaltung. Ich habe das extra ein bisschen farblich getrennt hier. Jedes einzelne Detail, was hier verbaut ist. Ihr seht, ich habe mit sehr vielen Farben gearbeitet. Dass ich das nicht verwechsel irgendwann. Ich habe mir das auch irgendwo notiert. Nur habe ich die Schilder hier noch nicht aufgestellt. Das ist alles noch auf Papier vor mir, auf meinem Schreibtisch. Also wer sich dafür interessiert, ich kann auch gerne mal dazu ein Tutorial machen. Stehe ich gern zur Verfügung. Und weil die Farbe Türkis nicht so oft vorgekommen ist und die mir gerade zum Kontrast zu den normalen Steinen sehr gut gefallen hat, habe ich die großen Fenster hier gemacht, dass es auch ein bisschen Licht abbekommt, nicht so dunkel ist. Habe ich ja ganz mit ganz vielen Fenstern gearbeitet, weil ich wollte nicht so einen Klotz hinsetzen. Ich hoffe, euch gefällt dieser Baukasten. Hier wird das alles noch mit Stein ausgetauscht. Stehen, glaube ich, auch noch die Namen dran. Ach so, ich habe übrigens die Gedenktafel. Die Gedenktafel, das klingt ja wie, als würde jemand gestorben sein hier. Passt auf. Hier ist eine Tafel mit allen, die da mitgearbeitet haben. Bei der Bauaktion, bei der Folge 300 hier. Der Tomcat, Annie, Fasgard, Enrico, Delfino, Sonnenschein, Philipp und ich. Meine Wenigkeit. Super. Stehen auch hier noch ein paar Bautruhen und müsste auch noch, das ist mein Krust. Tomcat hat auch noch was da gelassen. Der Philipp habe ich schon weggeräumt, glaube ich. Delfino habe ich auch schon weggeräumt. Sonnenschein habe ich schon weggeräumt. Enrico habe ich auch schon weggeräumt. Fasgard habe ich noch nicht weggeräumt. Und die Fasgard hat noch eine Wasserflasche. Und auch Setzlinge. Und hier ist gleich was zu essen. Das habe ich konfisziert hier. Hier ist Glas. Das ist super. Sehr gut. Das sind Glasflaschen. Da sind auch Glasflaschen drin. Hier ist alles, was man braucht, drin. Alles, was man braucht. Super. Jetzt brauche ich es gerade nicht. Aber nun gut. So, ich habe irgendwas gefaselt, dass ich irgendwas zu Ende bringen möchte. Aber was war das jetzt? Ach ja, hier. Das Birkenholz. Wollte ich Stein austauschen. Weil ich hier Steine in der Truhe gesehen habe, kann ich das ja gleich hier nutzen. Ich gehe mal hier rein am besten. Ich mache es mal lieber von drinnen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hier ist ein bisschen mehr. Und dann fangen wir schon mal an mit den Häusern, die da unten hinkommen. Stein. Ganz viel Stein. Weil der Tomcat gebrannt, bin ich ihnen sehr dankbar. So, danke nochmal an dich, lieber Tomcat, wenn du das jetzt hier siehst. Ich glaube wohl eher kaum, aber es gibt immer die Möglichkeit. Übrigens, das Lied, was gerade läuft, heißt Synody Cruiser hier von Kevin McLeod. Oh, man hat meine Behutsamkeitsspitzhacke mit. Das Glück liegt auf meiner Seite. Oh, die Behutsamkeit, hehe. So. Notiz an mich und da gebührt das letzte Schild. Stelle ich hier auf, dass ich hier reinkomme. Durchlauf 1 plus 2 Eichen. Muss wieder geeicht werden. So, hier ist, wachsen die Fichtenbäume. Nur so, der Delfino hat hier oben eingerichtet. Ich habe das noch nicht, guck mal, hier steht auch noch nicht 300 da dran. Es muss noch so viel getan werden, so viele Kleinigkeiten. Hier durfte jeder so ein eigenes kleines Apartment einrichten und Delfino hatte das hier. Und das hat der Delfino auch eingerichtet. Mit so einer Doppeltür, wo man sich die Füße abtreten muss hier. Zack, zack, abgetreten.
Ja, der Bücherregal. Oh, sehr schön, der feine Herr. Mein lieber Mann. Hier ist von der Drachenwacht rot und weiß. Hier sind die Balkone, wo man rausgucken kann. Sehr schön. Dann haben wir uns Kalbdelfine und dann in deinem Gebäude. Sehr schön. Es wird kalt. Super. Mit diesem Tisch. Hier kann man ja auch in ein kleines Lager, wo man noch hier hochgehen kann. Sehr schön. Ist hier noch was drin? Ah, hier ist ein Gewander drin. Super. Es wird kalt. Es zieht rein hier. Es zieht durch den Turm und es zieht durch Treppenhaus. Hier ist das Bett mit dem Dreielbenland-Banner und ferner Welten. Der fernen Welten. Sehr schön. Delfino, du hast es super eingerichtet. Vor allen Dingen die Wand gefällt mir sehr. Und diese Doppeltür, die ist herrlich. So, hier oben drüber war ja, glaube ich, die Annie. Genau. Annies Apartment. Hier stehen Werkbänke, Ofen. Da ist auch noch Kohle drin. Annies Büro. Ah, ja, nicht so sehr eingerichtet, so spartanisch. Vielleicht kommt da noch was. Oh, hier hat es auch ein kleines Lager. Ich glaube, die Annie hat sich zwei Etagen genommen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, hier ist nichts. Habe ich die Tür zugemacht? Nee. Obwohl, hier ist dunkel, ne? Können wir eine Fackel hin? Ganz viele Fackeln. Und hier, okay, hier ist Ende Gelände. Hier kann man aber auch schön rausgucken. Noch. Hier kommen auch noch Häuser hin davor. Man sieht jetzt hier oben drauf. Oder? Muss ich wahrscheinlich noch einen nach oben. Muss ich erstmal nach unten, um wieder nach oben zu kommen. Ein bisschen verwirrend hier in diesem Gebäude, aber das kriegt man mit der Zeit auch raus. So, hier ist noch keine Tür drin. Die nächste Etage. Zack. Zack. Kann man das von hier sehen? Na, von hier. Genau. Seht, hier ist ein Flachdach drauf. Da ist ein Loch. Das Loch ist berechtigt. Und da ist hier das Dings drauf hier. Da kommt das Feuerwerk raus. Ne? Da stand hier ganz groß Wendland 2017. Und da hinten sind die Fenster, wo man nicht rausfallen kann ohne Scheiben vom Rathausdach. Und da ist die Konstruktion. Die habe ich auch noch mal mit so Schrägen abgesichert. Also ihr müsst mir mal schreiben, und guck mal, da stehen noch die Silvesterkuchen oben drauf. Müsst mir da mal schreiben, ob man das lassen kann oder ob man das nicht lassen kann. Die gucke ich wahrscheinlich mal noch nicht rein, die sind noch nicht fertig. Genau. Und den Schacht nach unten. Zack, zack, zack. Und wieder nach draußen. Und der Cedric hat Hunger. So, jetzt sind wir noch auf der anderen Seite. Das Birkenholz rausnehmen. Ich habe noch nicht so viel davon. Ich glaube, da brauche ich auch ein bisschen mehr. Hier bleibt es. Na, hier schneiden wir. Hier ist es schon. Und hier unten muss es noch geändert werden. Zack, zack. Hoppla. Zack, zack, zack und zack. Und jetzt noch hier. So, so, so. Da sind wir schon drüben. So, haben wir die Wand auch ausgewechselt. Hier dran kommen dann später Gebäude. Sozusagen fällt das nicht auf. Darum mache ich das auch mit Stein. Weil der Stein sozusagen das unauffälligste Material ist in dem Sinne.
Zack, zack, zack. Bin ich allein? Nein. Genau. Und hier vorne dran wird der Berg auch ein bisschen begradigt. Ich weiß ja nicht auf welche Ebene. Weil die Zahl soll nicht verdeckt werden. Sozusagen, dass die oberste Dachkante hier bei dem Mosaik ist oder einen drüber. Weil da wollte ich nicht hochgehen. Und der Berg hier, der kann weg. Der ist im Abschluss freigegeben. Kann man wirklich hier so ansetzen und den Berg schon mal anfangen abzutragen. Ne? So Stück für Stück. Stück für Stück. Vielleicht finden wir hier noch einen Schatz unten drunter. Irgendwie noch irgendwas vergraben. Wo ist denn meine Schaufel? Das macht die oben. Es ist Nacht. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.